Der Papa ist wieder da. Da sind wir alle wieder glücklich vereint in der Karibik. 5 Tage waren die Kinder und ich vor der Ankunft von Stefan und den Jungs da. 32 Tage haben sie gebraucht, um den Atlantik zu überqueren. Das war unser Apartment. Ne? Ja, Hunger. Und du? In Le Marat sind wir mit unseren Segelfreunden von der Luna verabredet, um gemeinsam Weihnachten zu feiern. Wir sind hier mitten in der Nacht angekommen und wir haben es tatsächlich geschafft, Johannes und Kathi auf Anhieb zu finden. Wir sind reingefahren und bupp, da waren sie. Glück gehabt. Und hier liegen ungefähr 500 Boote. Ich habe keine Ahnung, es sind echt viele. Wo ist der Ding wieder? Sah da aus. Das war eins der entspanntesten Weihnachtsfeste bis jetzt überhaupt. Die halbe Crew war schwimmen. Schalalala! Lenny hat Freunde getroffen. Da ist der Weihnachtsbaum. Achtung! Genau. Sag mal. Ich präsentiere unser Weihnachtsbaum. Mein Weihnachtsbaum. Stern. Ja. Aber und da noch ein goldener Stern. Und wir bereiten uns gerade vor. Wir gehen gleich grillen. Auf dem Nachbarkatamaran mit Kathi, Johannes, Felix, Julia und Joni, den kleinen Joni. Und da freue ich mich drauf, das andere Weihnachten. Also, da ist der Katamaran. Heiliger Abend in der Karibik. Während das Christkind auf der Luna die letzten Vorbereitungen trifft, warten die Kinder aufgeregt bei uns am Boot darauf, dass es endlich losgehen kann. Super, ne? Juli, komm mal rauf. Ja, natürlich. Na klar. Juli, nicht nur. Rudolf. Hier ist ein Keks. Die sind aus Fimo. Kann man nicht essen. Das ist Fimo. Haben die Kinder auf der Überfahrt gemacht. Ja, hier an Bord ist gerade das totale Chaos, weil es, und auch das hätte ich nicht gedacht, in der Karibik die ganze Zeit, also nicht die ganze Zeit, aber immer mal wieder, schauert und ständig alles nass wird und dann zum Trocknen irgendwo liegen muss. Ja, unglaublich. Dankeschön. Aber das Püppchen, ne? Oh, ich wollte hier gerade eigentlich einen Moment des Friedens und der Nähe dokumentieren. Und gerade ist es irgendwie gekippt und es entbrennt hier eine echte Rangelei. Da müssen wir aufpassen. Kinder, komm her. Ich würde sagen, ich setze auf die Babys. Lieber kuscheln. Oh, Küsschen. Oh, voll Boot. Ja. Wir haben noch ein paar Kinder.
nicht zugelegt. Adoptiert. Das sind der Senne, der Quinn und der Twan. Und der Weihnachtslenny. Und der Weihnachtslenny, genau. Und hinten ist noch der Malte. Ja, unsere Bootsnachbarn. Nein, warte, Quinn, wie viel hast du insgesamt? Zwei. Insgesamt, mit dem davor. Jeder kriegt aber nein, davor hatte ich drei. Das musst du filmen. Ja, gut. Schwer, ne? Läuft doch. Überall runter. Nee, falsche Seite. Ja, gut, Benno. Gut. Wow, Benji Boy. Wir widmen uns wieder dem Massaker. Von dem Boot mit dem Black Map erzählt dir, was ich meine. Genau. Guckst du so böse wie der Malte? Auch nicht schlecht. Sleep. I think it's time for all those models to
Benno winken. Tschüss, fahren Kathi und Johannes. Unsere Nachbarn, die wir in Almerima kennengelernt haben. Okay. Mit denen haben wir jetzt ja auch gerade Weihnachten gefeiert und sie verabschieden sich jetzt. So, gemeinsam mit der Hilfe von Twan, hallo Twan, und Lenny, haben wir den Stiwi in den Mast hochgezogen. Und da hat er das Dampferlicht. Papa hat das Dampferlicht repariert. Wenn wir heute Abend losfahren wollen, brauchen wir das, ja. Und jetzt ziehen wir Papa wieder runter. Hoffentlich. Lassen ihn runter, nicht ziehen. Wir lassen ihn runter, richtig. Oder lassen wir ihn oben? Ja, ja, wir lassen ihn oben. Wir haben abgestimmt. Tut mir leid, du bleibst oben. Ja. Na gut, wollen wir mal nicht so sein. Nabennasen Norbert. Ja, wie... Lenny, hältst du die Abi ein bisschen fest? So, wir verlassen hier gerade Martinique und fahren Richtung Dominica. Auf dieses wie Oscar ist er. Papa, das haben wir morgen Abend. An Silvester haben wir ein Feuerwerk. Ja.